Unsere nächsten Sprecher sind Constanze Kurz. Sie ist Mitarbeiterin am Informatikinstitut der HU Berlin, ist dort in der Arbeitsgruppe Informatik in Bildung und Wissenschaft, und sie beschäftigt sich vor allem mit den Folgen technologischer Entwicklung in der Gesellschaft, das heißt Fragen des Urheberrechts, File-Sharing, Biometrie, Privatsphäre. Sabak hatte letztes Jahr bereits hier einen sehr großen, sehr interessanten Vortrag über Biometrie in Ausweisdokumenten und auch seinen Workshop dazu zur Überwindung von Fingerabdruckverifizierungen war sehr interessant, wurde auch von den Medien mit großem Interesse aufgenommen. Dieses Jahr hatte er unter anderem auch einen Vortrag über die Technik im neuen E-Pass, wird sicher auch sehr interessant. Ihr Vortrag jetzt zur BioP2-Studie des BSI, biometrische Feldtests in Europa. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, danke. Jubel Perser. Ja. Worüber wir also heute sprechen wollen, sind die Studien und Feldtests, die in Europa anlässlich der Einführung der elektronischen Reisepässe gemacht wurden. Wir werden uns dabei insbesondere auf die vom BSI gefertigte Studie BioP2 beschränken, aber auch vergleichend die Studien anderer Länder, wie zum Beispiel Holland oder Großbritannien, heranziehen. Zunächst werden wir die Ergebnisse der Studien darstellen, also welche Erkennungsleistungen haben die getesteten Systeme erbracht und wie steht es denn mit den Problemen, die sich da ergeben, zum Beispiel mit der Benutzerführung. Aber zunächst erstmal, welche Ergebnisse sind bei den Studien eigentlich herausgekommen? Okay. Also jetzt kommen irgendwie so 20 Minuten, so ziemlich technisch wird, also einfach mal ein paar Zahlen, irgendwie rennt nicht gleich weg, weil der interessante Teil kommt irgendwie danach, und wenn wir die ganzen Ergebnisse mal genauer unter die Lupe nehmen und zeigen, dass die eigentlich noch viel schlimmer aussehen, als sie vielleicht jetzt gleich erscheinen werden. Zuerst mal Biofinger war eine Studie vom BSI auch. Die ist im Jahr 2001 durchgeführt worden und sollte zeigen, dass Fingerabdrücke in deutsche Personaldokumente integriert werden können. Es war eine sehr geringe Testpopulation von nur 30 Leuten. Genau. Was sie getan haben, um den Anschein zu wecken, dass zumindest halbwegs statistisch auswertbare Ergebnisse dabei rauskommen, sie haben von den 30 Leuten jeweils 8 Finger in die Datenbank aufgenommen und 9 mal je 8 Finger. Damit kamen sie dann auf eine Gesamtzahl von 2160 Bildern pro Sensor, was eigentlich auch noch nicht wirklich viel ist, aber wenn man halt bedenkt, dass es nur von 30 Leuten kommt, ist dann eigentlich lächerlich. Zu den Ergebnissen, es gab prinzipiell 11 Sensoren, darunter waren optische, kapazitive, thermische und drucksensitive und 7 Algorithmen. Der erste Test war sie wollten halt irgendwie die Leistungsfähigkeit der Sensoren selber testen, haben also die Trennung beurteilt, und da kam das Ergebnis, dass 7 Sensoren nur mäßig trennen, 3 eine gute Trennung haben und 1 eine sehr gute Trennung. Also Trennung heißt in dem Fall, wie gut die Auflösung war, also wie gut sie halt die Fingerlinien voneinander unterscheiden können. Eine FTA und FTE, das sind halt so die wichtigen Fehlerraten, die im Zusammenhang mit biometrischen Systemen immer wieder angesprochen werden. FTA ist die Failure to Acquire, also dass ein Sensor nicht die Möglichkeit hat, überhaupt ein Bild aufzunehmen. Da hatten 7 Sensoren der 11 eine FTA von 0, also was man eigentlich erwartet. Und sonst lag die FTA zwischen 0,1% und 1,2%, was eigentlich noch ganz okay ist. Die FTE, die Failure to Enroll, ist die softwarebasierte Fehler. Das heißt, dass das Bild zwar aufgenommen werden konnte, aber keine Merkmale extrahiert wurden. Da sah das schon deutlich schlimmer aus. 4 der Algorithmen hatten zwar eine Fehlerrate von 0% und ansonsten lag aber der Fehler zwischen 0,05 und tatsächlich 23%. Also selbst wenn man jetzt mal 0,1 oder 0,05% betrachtet, muss man es natürlich immer im Zusammenhang mit mit 340 Millionen Europäern nehmen. Also selbst 0,05% sind da immer noch Massen, die dann an der Grenze stehen werden.
Die False Rejection Rate, also die Rate von Leuten, die fälschlicherweise zurückgewiesen werden, obwohl sie theoretisch erkannt werden sollten, lag zwischen 1,5 und 30%. Und die, also das Ganze wird halt immer bei einer FAR von, also 0,1 betrachtet. FAR heißt hierbei ein Wert von, also Leute, die halt normalerweise nicht berechtigt sind, ein System zu benutzen, aber halt trotzdem durchgewunken werden. Der interessanteste Fakt ist eigentlich, dass die, also die haben Alterungsuntersuchungen gemacht, haben 65 Abdrücke gehabt, die halt länger älter als 10 Jahre sind und kamen zu dem Ergebnis, dass die Alterung von 10 Jahren einen Einfluss auf die Erkennungsleistung hat, und zwar eine Verschlechterung um den Faktor 1,4 bis 2,5. Und bei 30-jährigen Bilddateien war sogar eine Verschlechterung bis um den Faktor 4,4. Okay, BOP1 war der Vorläufer der BOP2-Studie. Die sollte die Form und Qualität der Gesichtserkennungs-, also von Speicherung der Gesichter in Ausweisen untersuchen. Auch da nicht wirklich aussagekräftige Anzahl von Personen mit 241. Was sie untersucht haben, waren verschiedene Bilddateien. Es war einmal Bilddateien im Halbprofil oder im Frontalview, komprimierte und nicht komprimierte Bilder und als Vergleich noch Fotos von Personalausweisen beziehungsweise ein aufgeklebter Foto auf einen sogenannten Musterpass, also das, was halt später angedacht war, um es umzusetzen. Und natürlich noch ein Template, also eine benutzerspezifisch oder eine systemspezifische Speicherung dieser Daten. Die Ergebnisse waren insofern relativ katastrophal, als dass das Einzige, was wirklich gute Ergebnisse liefert, war das Template. Das Problem bei Templates ist, dass sie halt, wie gesagt, systemspezifisch sind. Das heißt, man kann sie eigentlich nicht universell verwenden, sondern sie sind halt immer auf ein System festgelegt. Das heißt, für Passanwendungen eigentlich halt nicht geeignet. Dann waren die, also als die nächstbessere Ergebnis, aber auch schon relativ schlecht, waren unkomprimierte Bilddateien. Und danach kamen gleich die komprimierten, aber halt immer noch Fehlerraten von ca. 4%. So die allgemeine Aussage war, dass Frontalbilder zwar generell geeignet sind, und auch die Speicherung als Bild, also praktisch ein Bild auf dem Ausweis, der dann eingescannt und wieder verglichen wird, ein mögliches Szenario war, wovon sie dann leider abgerückt sind. Und derzeit ist halt im Gespräch oder ist halt schon angelaufen, die Bilder auf den RFID-Chips zu speichern. Hier auch der Fall der Überwindungssicherheit. Sie haben halt getestet, wie sind die Systeme überwindbar, und sind zu einem Ergebnis gekommen, dass es relativ einfach ist, die Systeme zu überwinden, und zwar indem sie halt nur ein Foto einer berechtigten Person vor die Kamera gehalten haben. Ja, ist halt einfach, also eigentlich selbsterklärend. Also solche Systeme dürfen eigentlich nicht eingesetzt werden, ist so meine Meinung. Also allgemein für Gesichtserkennungssysteme ist das Problem der Lichtempfindlichkeit oder beziehungsweise des Einflusses der Umgebungsbedingungen vom Licht. Und da sind sie zu dem Ergebnis gekommen, dass wenn überhaupt Gesichtserkennung eingesetzt werden soll, dann muss halt sehr definierte Lichtbedingungen vorreichen. Das heißt, sowohl beim Enrollment, also bei der Aufnahme der Dateien in den Personalausweis, als auch dann an jeder Grenzstelle, müssen wirklich exakte Lichtbedingungen vorherrschen. Und wenn mal ein System ausfällt oder nur mal eine Lampe ausfällt, dann kann man die Ergebnisse gleich total vergessen. Also dann werden sie über Faktoren schlechter. Die Kernaussage oder die Abschlussaussage von der Studie war, dass stabile Belichtungsverhältnisse halt eine Grundvoraussetzung vor dem Einsatz sind und dass Verbesserung der Überwindungssicherheit eine wesentliche Grundvoraussetzung
für den Einsatz von Gesichtserkennungssystemen sind. Generell sahen nur ca. ein Drittel der beteiligten Personen, was ja immerhin BKA-Mitarbeiter waren, die Nützlichkeit überhaupt von Gesichtserkennungssystemen. Okay, die BioP2-Studie ist eigentlich das, worauf wir uns hier hauptsächlich konzentrieren wollen. Und die Ziele dieser Studie waren Vergleich von Leistungsfähigkeiten verschiedener Verfahren. Da waren ein Gesichtserkennungsverfahren, zwei Fingerabdruckerkennungsverfahren und eine Iriserkennung. Und halt jeweils im Zusammenhang mit Ausweisdokumenten. Es sollte weiterhin geklärt werden, wie die Daten gespeichert werden, also ob es ausreicht, Bilddateien nach dem ICAO-Standard zu verwenden oder ob es nicht sinnvoller wäre, von den Erkennungsleistungen her Systemtemplates zu benutzen. Und natürlich sollte die Praxistauglichkeit und die Akzeptanz in der Bevölkerung bzw. bei der Testgruppe festgestellt werden. Der Test fand 2004 am Flughafen Frankfurt bei der Fraport AG und der Lufthansa AG statt. Waren 2x8 Wochen und circa 2000 haben angefangen und wirklich mitgemacht nachher waren 1600. Auch wieder, wenn man hier betrachtet, wie viele Personen da mitgemacht haben im Vergleich zu 80 Millionen Deutschen, ist die Anzahl eigentlich nicht wirklich repräsentativ. Warum sie noch viel weniger repräsentativ wird, wird Konstanze nachher nochmal kurz sagen. Prinzipiell, es gab eine Gesichtserkennung von Cognitec. Die Cognitec war der Gewinner der BioP1-Studie und ist deswegen halt ohne weitere im Gedanken halt als Testsieger und halt als einziges Gesichtserkennungssystem in die BioP2-Studie übernommen worden. Also es gab halt keine weiteren Tests mit möglichen anderen Systemen am Markt. Für die Fingerabdruckerkennung und die Iriserkennung gab es einen Vortest, der allerdings, also wo wir auch nicht wissen, wie überhaupt die Auswahlkriterien waren. Man muss dazu sagen, dass die BioP2-Studie schon im März oder im Februar sogar schon fertig war, aber erst im August veröffentlicht wurde und auch nicht vollständig veröffentlicht wurde. Also es fehlen Teile der Überwindungssicherheit. Die haben sie gesagt, das ist es sind halt nicht öffentliche Teile, die halt geheime Informationen beinhalten, wie man halt dieses System überwinden kann. Und deswegen sind sie nicht öffentlich. Und auch sämtliche Anhänge, also mit dem wirklichen Zahlenmaterial, sind nicht bekannt. Weswegen die Zahlen, die nachher kommen, eher so aus Diagrammen abgelesen sind. Es hatten generell keine Lebenderkennung eingestellt, außer bei der Iriserkennung. Die Begründung war dazu, dass halt eine Lebenderkennung die Fehlerraten erhöht. Ja, ist halt so die Aussage. Als Template haben sie als Masterreferenz, also als Referenz, gegen die sie zuerst verglichen haben, haben sie das Template genommen, was halt eigentlich dem widerspricht, was sie halt tun wollten, weil es sollte eigentlich darum gehen, zu gucken, dass die ICAO-Bilder als primäres Merkmal genommen werden. Warum auch immer sie das Template genommen haben, kann man nur raten, wahrscheinlich, weil einfach bessere Ergebnisse zu erwarten waren. Der einzige Unterschied für den zweiten Teil, also die Studie war zweigeteilt, sie haben zur Hälfte nochmal eine Umkonfiguration vorgenommen und da war bei der Gesichtserkennung dann das ICAO-Bild als Masterreferenz, aber dazu kommt Konstanz auch noch. Und sie haben noch einen 1:2-Abgleich vorgenommen, was also normalerweise machen sie halt eine Verifikation, das heißt, eine Person gibt ihr Fingerbild ab und es wird halt genau das live aufgenommene Fingerbild gegen dieses eine Template verglichen. Bei den Fingerabdruck und bei der Iriserkennung war es anders. Dort haben sie einen 1:2-Abgleich gemacht und zwar mit der Begründung, dass viele Personen, die daran teilnehmen, aus Versehen den falschen Finger aufgelegt haben. Und es war halt nicht nur eine Person, sondern bei Fingerabdrücken waren es halt 5%, die den falschen Finger aufgelegt haben und bei Iriserkennung waren es sage und schreibe 23%, die halt nicht mal wissen, welche Auge sie gerade vor die Kamera halten. Das ist eigentlich die wichtigste Folie aus der ganzen Studie, weil sie halt mal die Ergebnisse gut aufschlüsselt. Kurz zur Erklärung, wir haben die
Hersteller. Also Cognitec ist die Gesichtserkennung, Bundesdruckerei und Dermalog die Fingerabdruckerkennung und TakeID war die Iriserkennung. Und die Ergebnisse sind hier bei einer FAR von 0,1 dargestellt. Und auf der Y-Achse sind halt die False Rejection Rates aufgetragen. Die unterschiedlichen Farben beinhalten eine Aufgliederung der Nutzergruppe in wenig Nutzer, sporadische Nutzer, normale Nutzer und Vielnutzer, wobei eigentlich nur die Gruppe wenig Nutzer und sporadische Nutzer interessant ist. Also sporadische Nutzer endet bei 30 Verifikationen. Und da es ja um Grenzkontrollszenarien geht, ist halt eine Gruppe, die, also wie oft reist ihr halt irgendwie über eine Grenze, das sind irgendwie 30, ist halt schon wirklich hochgegriffen. Das heißt, alles, was drüber ist, ist eigentlich statistisch nicht relevant für den, für das Szenario. Nee, 30 war hier über den gesamten Testzeitraum. Also natürlich, und das ist halt eigentlich so, also du wirst nicht öfter als 30 Mal an der Grenze kontrolliert werden. Also es geht dabei um die Schengen-Außengrenzen, muss man sehen, natürlich. Genau. Eine Aussage von der Studie war prinzipiell, dass False Rejection Rates nur im Bereich bis 10% überhaupt akzeptabel sind. Und da sieht man, dass zwar prinzipiell sowohl wenig Nutzer als auch sporadische Nutzer bei der Fingerabdruckerkennung halt unter diesen 10% liegen. Bei der Gesichtserkennung ist es halt drumherum, aber halt 10% ist zwar die Aussage der Studie, dass 10% okay sind, aber wieder der Hinweis, 10% rechnet das mal auf 80 Millionen Deutsche hoch, das sind 8 Millionen, die halt dann, wenn sie über die Grenze gehen, mit Problemen zu rechnen haben. Und das ist noch nicht mal das Schlimme, weil nämlich wir haben aus den Diagrammen mal versucht, noch ein paar andere Daten zu entschlüsseln und es geht darum, wie viele Leute denn wirklich regelmäßig zurückgewiesen werden, also die halt eine FAR von 100% haben. Und bei der Gesichtserkennung waren das, wo ist die Zahl hin? 11%. Also 11% der Leute, also der wenig Nutzer und sporadischen Nutzer, wurden mit 100%iger Wahrscheinlichkeit von dem System zurückgewiesen. Das heißt, diese 11% werden, wenn sie über die Grenze wollen, jedes Mal einer Extrakontrolle unterzogen werden. Bei Fingerabdruckerkennung sah das Ganze ein bisschen günstiger aus. Also auch hier sind ja prinzipiell die False Rejection Rate geringer. Und dort hatten wir 3 bzw. 4%, die halt jedes Mal zurückgewiesen wurden. Bei der Iriserkennung verhält sich das ähnlich wie bei der Gesichtserkennung. Dort haben wir hier zwar so generell sehr hohe Rückweisungsraten, also gerade für die Wenignutzer, weil das System halt einfach mal ziemlich problematisch zu bedienen war. Aber auch hier 10% der beteiligten Leute wurden halt immer zurückgewiesen. Noch zu sagen ist, dass Gesichter bei der Gesichts- und bei der Fingerabdruckerkennung Frauen einen besonders hohen Rückweisungsrate haben. Für die Fingerabdruckerkennung erklärt man sich das so, dass sie halt kleine Finger haben und somit weniger Merkmale aufzunehmen sind. Vom Gesicht, da war keine Erklärung angegeben. Allerdings bei der Gesichtserkennung ist der interessante Punkt, dass Bartträger überdurchschnittlich gut erkannt wurden. Und hohe Falscherkennungsraten bei 97% der Leute, die halt immer regelmäßig falsch erkannt wurden, trugen eine Brille mit braunem Rand. Das heißt, wenn man irgendwie ein System überwinden will, klebt man sich einen Bart an und setzt sich eine Brille mit braunem Rand auf. Also es waren halt 97% hatten eine Brille, also es war schon sehr aussagekräftig. Dann noch kurz zu den Sensoren. Die Gesichtserkennung sie haben halt im Nachhinein geguckt, wie sich die Sensoren so verhalten, was das Alter betrifft. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass 3 der 8 Systeme bei der Gesichtserkennung mit unscharfen Kameras den Versuch überstanden haben. Das heißt, da kamen halt gar keine ordentlichen Bilder bei raus. Und dass 3 von 8 Fingerabdrucksystemen von NEC, also von Bundesdruckerei NEC, einen Grauschleier aufwiesen nach diesen 4 Monaten Tests. Das waren gerade mal 15.000 Betätigungen und schon fangen die Sensoren am Schlapp zu machen. 15.000 Betätigungen schafft man am Frankfurter Flughafen wahrscheinlich in 3 Tagen.
Also kann man davon ausgehen, dass da auch ganz schnell die Sensoren kaputt gehen werden. Der Einfluss von Geschlecht und Alter, also von Geschlecht habe ich ja gerade schon erwähnt, Alter ist zu sagen, dass bei der Fingerabdruckerkennung alles, was über 65 ist, eigentlich deutlich schlechtere Ergebnisse liefert. Als Erklärung wurde genannt, dass halt ältere Personen einfach mal trockene Haut haben und damit die Aufnahme von Fingerabdrücken sehr problematisch ist. Also Gesichtserkennung, einfach die Varianz des Merkmals bei Gesichtserkennung ist halt relativ hoch, sodass bei längerer Benutzung der Systeme einfach die Fehlerraten dann auch in die Höhe gehen werden. Prinzipiell ist über den gesamten Testzeitraum ein Rückgang der Fehlerraten zu beobachten gewesen. Das heißt, also erklärt wird es halt mit dem Trainingseffekt, dass halt Leute sich an die Systeme anpassen und daran gewöhnen. Also prinzipiell erstmal die Aussage, dass eigentlich die Systeme so konfiguriert sein müssten oder so gestaltet sein müssten, dass sich halt die Person nicht anpassen sollen, weil eigentlich sollen die Geräte sich der Person anpassen und nicht andersrum. Eine andere Erkenntnis daraus ist, dass halt auch nach 4 Monaten, und das trat halt auch bei vielen Nutzern auf, dass halt auch noch nach 4 Monaten und mehreren 100 bzw. 1000 Benutzungen der Systeme die Personen immer noch nicht wirklich mit dem System umgehen konnten. Das heißt, irgendwie die Fehlerraten dann noch kleiner wurden. Bedienzeiten wurden 11 bis 13 Sekunden ohne Kryptographie, also ohne verschlüsselte Übertragung, gemessen. Und mit verschlüsselter Übertragung sind es ca. 15 bis 20 Sekunden. Ist bemerkenswerter Fakt, weil halt einfach die, also ein Grund der Einführung für biometrische Systeme an Grenzkontrollen ist, dass halt die Grenzkontrolle selber optimiert werden soll. Und 20 Sekunden ist weit entfernt von der Optimierung. Und das waren halt Durchschnittswerte. Also es gab teilweise Personen, die bis zu 2 Minuten vor diesem System rumstanden und versucht haben, dort erkannt zu werden. Sensorverschleiß bin ich schon drauf angegangen. Auch hier wieder der Teil mit der Überwindung. Also eigentlich war der Teil der Studie, der sich mit der Überwindung beschäftigt hat, ja nicht öffentlich. Aber wir haben halt so ein Diagramm gefunden oder eine Tabelle gefunden, wo man halt so ein bisschen ablesen konnte, wie denn die Ergebnisse wirklich waren. Und daraus haben wir ermittelt, dass auch die Siconet, also bei dem diese Überwindungstests durchgeführt wurden, alle Systeme, die sie dort getestet haben, mit mittlerem Aufwand und ohne Spezialwissen und Spezialhilfsmittel überwinden konnten. Also bei Gesichtserkennung wird es halt ein Foto gewesen sein und bei Fingerabdruckerkennung wahrscheinlich anhauchen, wie auch immer, also halt wirklich sehr einfache Sachen. Das Fazit, also sind so halt die Punkte, die die Studie praktisch so den politischen Entscheidungsträgern mitgeben wollte. Die Benutzerfreundlichkeit und die Bedienbarkeit müssen deutlich verbessert werden, um dieses System einzusetzen. Der Einfluss der Alterung und der Erkennungsleistung ist noch nicht ausreichend untersucht, das heißt, wir kriegen jetzt hier gerade Systeme, die halt nicht wirklich getestet wurden und schon gar nicht für die Masse an Benutzern. Der letzte Satz ist einfach mal so sehr aussagekräftig, der fasst einfach alles zusammen. Also eigentlich hätte man sich die 170 Seiten sparen können und einfach nur diesen Satz schreiben können. Und zwar abschließend erscheint vor dem Echtbetrieb in konkreter Anwendung eine gründliche Untersuchung der Funktionstüchtigkeit, der Erkennungsleistung und der Überwindungssicherheit sinnvoll und notwendig. Also praktisch sagen Sie, die Studie war sinnlos und es müsste eigentlich nochmal gemacht werden. Ja, ich bin jetzt auch schon wieder ziemlich über die Zeit, deswegen noch ganz kurz zu der letzten Studie. Das war eine holländische Studie, die untersuchen sollte, ob Gesichts- und Fingerabdruckerkennung halt in Pässen einsetzbar sind. Hier ist positiv hervorzuheben, dass sie halt eine halbwegs aussagekräftige Person, also Zahl von Personen mit 14.000 ausgegebenen Dokumenten hatten. Also da kommen wir also langsam in den Bereich, wo halt man statistische Aussagen treffen kann. Und da sind auch die Werte, die sich halt so über die Zeit schon gezeigt haben, dass eine Failure to Enroll, also Leute, die halt nicht ins System eingelenkt werden können, bei Fingerabdrücken ca. 1,9% sind. Also es ist halt die Aussage, die man so liest, ca. 2% haben halt prinzipiell Probleme damit,
Fingerabdrucksysteme zu benutzen. Bei 2,9% der Leute wurde halt das Gesicht erkannt, aber die Finger nicht. Und es gab noch ein paar Untersuchungen zu Senioren bzw. zu Kindern. Und da die zwei Aussagen, dass bis zum 12. Lebensjahr Gesichtserkennung halt generell nicht eingesetzt werden kann, weil sich das Gesicht einfach viel zu schnell verändert. Und dass auch für die Fingerabdruckerkennung gilt, dass Kinder unter 7 Jahren einfach keine Probanden für solche Einsätze sind. Okay, damit etwas überzogen, aber... Okay, aha. Wir haben also die wesentlichen Ergebnisse der Studien gesehen und vielleicht zu der letzten holländischen Studie noch eine Bemerkung. Wir sehen einfach, dass in anderen Ländern diese Studien doch ein bisschen ernster genommen werden in Bezug auf den Umfang und die Gesamttestpopulation ist natürlich die holländische Studie weitaus größer als die deutsche, schon alleine wegen also der über 14.000 Probanden. Im Vergleich ist das natürlich viel aussagekräftiger. Ich habe oben noch mal ein Zitat, das ist ein Zitat von Otto Schily, unserem damaligen Innenminister, der ja dieses gesamte Projekt maßgeblich befürwortet und vorangebracht hat, indem er in der EU diese Richtlinie durchgesetzt hat, sozusagen am deutschen Parlament vorbei. Und was sollte also geschaffen werden? Eine europaweit nutzbare Infrastruktur für die sichere und verlässliche Identifikation. Und wir haben jetzt die Ergebnisse gesehen und man kann sich fragen, ob das wohl damit zu erreichen ist. Die Bundesdruckerei glaubt natürlich fest dran und es gibt auch schon einige Folgeaufträge. Zum Beispiel das kleine Land Luxemburg wird seine Pässe und die dazugehörigen Systeme bestellen, weil natürlich der ganze Sinn der Sache die Förderung der Biometrieindustrie ist. Es wird auch gar nicht hinterm Berg gehalten. Der IT-Direktor Schallbruch vom BMI sagte mir persönlich, dass natürlich diese industriepolitischen Gründe eigentlich entscheidend seien auf meine Frage, warum dann eigentlich diese Systeme jetzt mit so einer Hast eingeführt werden. Auch Schabhüser, ich habe seinen Vornamen vergessen, Gerhard Schabhüser vom BSI hat das mehrfach bestätigt. Also industriepolitische Gründe, die Hektik bei der noch unausgereiften Technik bewirkt. Also wir haben, was? Ja, klar. Also wir haben gesehen, dass die False Rejection Rates bei bis zu 23% bei den wenig Nutzern und sporadischen Nutzern sind. Und also das sind so die Zahlen, die ich nochmal herausheben wollte, weil man einfach sieht, dass die Technik noch untauglich ist daran. Und auch die Rückweisung, die Starbuck erwähnt hat, von Personen zu 100% sind extrem viele. Gerade die Iris-Erkennung wurde total deklassiert in diesem Test. Also von den ein bisschen über 500 Personen, die man da rechnen kann in dieser Nutzerklasse, wurden 50 stets zurückgewiesen, also immer. Aber wir haben also die Erkennungsleistung gesehen. Es gibt allerdings einige Entscheidungen in dieser Studie, die dazu geführt haben, dass man diese Erkennungsleistung, wie sie in der Studie ausgegeben wurden, noch als deutlich beschönigt ansehen kann. Zunächst ist da der Fakt, dass die Ergebnisse bereinigt wurden von solchen Ergebnissen, die unter signifikant variierten Testbedingungen stattgefunden haben. Es wird auch tatsächlich in der Studie als Bereinigung geführt. Dann, wenn zum Beispiel die Lichtverhältnisse signifikant anders waren, wurden die Ergebnisse einfach mal gar nicht gezählt. Führt natürlich zu einer deutlichen Beschönigung der Ergebnisse und zu einer besseren FRR. Des Weiteren wurde die Entscheidung getroffen, dass man jeweils ein Teach-In von im ersten Testzyklus 7 Tagen und im zweiten Testzyklus 5 Tagen auch nicht in die Ergebnisse mit aufnimmt. Angegeben ist in der Studie, dass natürlich in diesen 5 bzw. 7 Tagen die Ergebnisse zur FRR deutlich, also signifikant schlechter sind, aber sie wurden rausgenommen, weil man ja eine gewisse Einlernphase benötigt. Diese Einlernphase, gerade in Testzyklus 2, ist natürlich auch besonders umstritten, weil die Benutzer ja in dem zweiten Zyklus mit den meisten der Geräten bereits vertraut waren. Klar. Also auch hier kann man nochmal sehen, das ist eine deutliche Beschönigung der Ergebnisse. Wenn man also die Fußnoten der Studie sieht, es steht auch durchaus drin, es wird nur nicht so betont, weil die gesamte Interpretation der Ergebnisse ist durchaus immer sehr positiv. Da ja wahrscheinlich durch einen Zufall wenige Tage vor der Endversion 2.0 der Studie, die jetzt auch auf der Webseite des BSI zu finden ist, einige Stunden lang die Version 1.8
dieser Studie zu finden war, kann man so ein bisschen erkennen, in welcher Weise die politische Einflussnahme auf die Interpretation der Ergebnisse stattgefunden hat, weil sich nämlich die wesentlichen zwei Seiten, die Empfehlungen für die Politik enthalten, doch ein bisschen verändert haben von Version 1.8 zu der Endversion 2.0. Da wurden einfach ein paar kritische Sätze entfernt und vor allen Dingen ein wichtiger Satz am Anfang hinzugefügt. Also dieser Satz lautet so, ich habe ihn jetzt nicht im Zitat im Kopf, aber er lautet etwa so, also man kann diese Systeme wohl einsetzen. Der befand sich in der Version 1.8 noch nicht in diesen Empfehlungen. Also daran sieht man schon mal die politische Einflussnahme. Generell ist diese Umkonfiguration in Testzyklus 2 auch kritisch zu sehen, denn die Begründung dafür sind Systemfehler. Hier wird angegeben, dass einige Templates in der Datenbank nicht eingelesen werden konnten. Diese Aussage erscheint natürlich zweifelhaft, weil ja nach jedem Enrollment eine Testverifikation durchgeführt wird. Und wenn das Template dann nicht in der Datenbank wäre, hätte diese Testverifikation auch nicht stattfinden können. Also anzunehmen ist, dass diese Umkonfiguration notwendig wurde, weil einfach die False-Rejection-Rate zu schlecht war. So steht es natürlich nicht im Test, aber es ist schon anzunehmen, weil einfach dieser Systemfehler kann so nicht vorkommen eigentlich. Ja, das Zitat oben ist von Angela Zess, einer britischen Forscherin, die sich mit dem britischen Test, der auch weit größer ist als der deutsche, also ungefähr in dem Rahmen etwas kleiner als die holländische Studie, diese hat, wie ebenfalls die holländische Studie und die BOP2-Studie festgestellt, dass es also eine Lernkurve gibt. Das lässt hoffen. Und entsprechend haben sich die Macher der Studie ja auch so geäußert, mit dem Satz, in realen Einsatzumgebungen ist aufgrund der zu erwartenden erhöhten Kooperationsbereitschaft mit geringeren Rückweisungsraten zu rechnen, da hier in aller Regel davon auszugehen ist, dass die Nutzer am Erfolg der Verifikation ein unmittelbares Interesse haben. Natürlich, man möchte ja auch in sein Flugzeug. Auf einer Informationsveranstaltung in Darmstadt für Biocast, da waren einige Vertreter von Fluggesellschaften, zum Beispiel von Lufthansa, die haben sich sehr erbost gezeigt über diese Annahme, weil natürlich es gibt ja keine Art von Kompensation für diesen zusätzlichen zeitlichen Mehraufwand, der also durch diese Systeme entstehen wird. Und der Ärger bei einem Jumbojet, wenn man also in sein Flugzeug möchte und von rot blinkendem Bildschirm steht und sich einer zusätzlichen intensiven Extrakontrolle unterziehen muss, wird natürlich groß sein. Und die Fluggesellschaften haben auch noch nicht so richtig eine Lösung dafür. Also die Lufthansa-Vertreter haben sich relativ erbost gezeigt. Aber Moment, also die Lernkurve ist da, wir sollten uns also freuen. Wenn wir also einige Jahre, sagen wir mal, die Version 3.0 vom E-Pass dann haben, dann können wir bestimmt mit diesen Geräten auch besser umgehen. Sicher. Ich habe nochmal so allgemeine Problemgruppen, auf die Starbuck aber schon teilweise verwiesen hat, hingewiesen. Da ist zunächst die gesamte Problemgruppe der Senioren und hier das Stichwort der Repräsentativität. Die Macher der Studie müssen mehrfach schriftlich einräumen in dieser Studie, dass leider die Testpopulation nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung der BRD ist. Und zwar in einer Weise, die schon auch darauf hindeutet, dass es die Ergebnisse der Studie verbessert oder beschönigt hat. Es geht besonders um die Senioren, die tauchen in der Testpopulation nur mit 1% auf. In der Bundesrepublik haben wir etwa eine Zahl von 30% Senioren. Also diese Gruppe, die von vornherein schlechter zu erkennen ist, weil es im Laufe der Jahre zu einem starken Abrieb kommen kann, der Fingerabdrücke, war also im Grunde gar nicht vertreten. Also 1% ist natürlich sehr wenig. Selbige Probleme treten natürlich auch auf mit Leuten, die zum Beispiel durch körperliche Arbeit oder auch durch Hobbys, die die Fingerkuppen belasten, die werden natürlich auch in diese Problemgruppe fallen. Also es sind nicht nur Senioren. Generell ist die Repräsentativität auch schon durch die erwähnte Zusammensetzung zwischen Männern und Frauen nicht gegeben. Über 70% der Teilnehmer waren Männer und in der Studie wird auch festgehalten, dass die Erkennungsleistung für Frauen signifikant schlechter sind, also wird durch die Erhöhung, prozentuale Erhöhung der Männer natürlich auch noch ein besseres Ergebnis erzielt. Ja, und nochmal zu dem Lichtfall, ist ja auch schon erwähnt worden, hier sind
einige Veränderungen vorgenommen worden in Testzyklus 2, die man sich jetzt mal so extrapolieren kann auf die Grenzsituation. Sie haben nämlich festgestellt, dass der gesamte Lichteinfall und vor allen Dingen das indirekte Licht zu schlecht ist und haben an allen Stationen für die Gesichtserkennung Zwischenwände und neue Lichtquellen und so eine Seitenstrahler eingebaut. Man muss sich also vorstellen, wenn Sie diese Szenarien umsetzen wollen an den Grenzen, sodass eine homogene Lichtsituation an jedem dieser Sensoren stattfindet, dann sind das nochmal enorme Kosten. Ist klar, die natürlich in so einer Studie überhaupt nicht betrachtet werden. Zur Überwindungssicherheit werde ich vielleicht nichts weiter sagen, nur vielleicht noch die Bemerkung, dass ich mit dem IT-Direktor des BMI nochmal sprach über diese Überwindungssicherheit und ihn explizit gefragt habe, warum diese Ergebnisse nicht veröffentlicht wurden, und er antwortete mir zunächst, naja, natürlich möchte man potenziellen Fälschern keinen Vorschub leisten, habe ich gesagt, verstehe ich auch, aber warum werden dann die Ergebnisse, also wenn schon nicht die Anleitung zum Fälschen, weswegen werden nicht mehr die Ergebnisse veröffentlicht, da hatte er dann nicht mehr wirklich eine Antwort. Also der Kommentar dazu in der Studie ist tatsächlich wirklich peinlich dürr, es ist im Prinzip nur ein Satz, dass die Ergebnisse leider nicht veröffentlicht werden. Zwar haben wir dann hinten nach der Seite 150 noch die von Starbucks schon erwähnte Grafik gefunden, wo so eine Benotung stattfindet und der jeweils also eine 4, was fast die schlechteste Note ist, vergeben wurde. Aber wir wissen halt nicht wirklich, was sie getestet haben. Dass die Tests gemacht wurden, steht aber fest. Wir wissen nicht zur Überwindungssicherheit. Wir vermuten aber, dass sie so ähnlich sind wie die von uns getesteten Systeme. Dieses Zitat, biometrics have the potential to improve business processes, but only if the systems are robust, reliable and easy to install and maintain. These are big ifs. I haven't seen one product that does all of this. Da kann ich mich nur anschließen. Dieses Zitat ist ebenfalls von Angela Sass, die die britische Studie untersucht hat, die leider ja nicht öffentlich ist. Also es gibt einfach noch kein System am Markt, welches die vom Bundesinnenministerium angestrebten und auch vom BSI angestrebten technischen Leistungen erbringt, und die Problematik, dass in Europa 50% der Europäer Sehhilfen tragen, ist nicht zu unterschätzen angesichts der 97% fälschlicherweise erkannten Probanden mit der dunklen Brille, die Starbucks schon erwähnt hat. Also wir haben sozusagen eine große Problemgruppe, nämlich 50%. Es ist aber nicht nur die Sehhilfe der Brille, sondern auch Kontaktlinsen können bei den Iris-Erkennungssystemen zu Problemraten führen, nämlich dann, wenn man diese kleinen, harten Linsen trägt, die sich bewegen im Auge, und das zeichnet der Sensor auf. Also Sehhilfen sind nicht nur als Brillenproblem. Zudem ist ein generelles Problem in Europa natürlich auch der demografische Wandel, der dazu führt, dass natürlich immer mehr Problemfälle, also Senioren mit abgeschliffenen Fingerabdrücken und auch ihre Gesichter sind schwieriger zu erkennen als von jüngeren Leuten. Also das Problem wird sich mit den Jahren noch verschärfen. Einen anderen Punkt möchte ich noch ansprechen. Habe ich das gezeigt? Ja. Es gibt in Deutschland bisher keine Studie dazu, wie stark die biometrischen Systeme eigentlich von den Benutzern, also den Passbesitzern in diesem Fall und in wenigen Jahren ja auch allen Personalausweisbesitzern, wie gut die angenommen werden. Andere Länder, wie zum Beispiel beispielhaft diese kanadische Studie, haben da größere Tests gemacht. Hier gibt es also überhaupt keine größere Befragung, ob die Bevölkerung diese Systeme eigentlich möchte und wie sie die Sache mit der Privacy Protection sieht. Oben angegebene Zitat bezüglich der Personal Privacy haben immerhin 50% der Kanadier gesagt, ja, wir nehmen an, dass das unsere persönliche Privacy beeinflusst. Und auch die unten genannten Zitate, Misuse of Information und Goes Against Our Values of Freedom and Fairness, sind von etwa 48-49% der kanadischen Bevölkerung als ja, so sehen wir das, bewertet worden. Es wäre mal interessant zu sehen, wie eigentlich die deutsche Bevölkerung diese Punkte sieht. Klar ist, dass der Datenschutz in Deutschland natürlich nicht unbedingt hochhängt. Angesichts der Terrorhysterie, die man ja schon so nennen kann, werden sicherlich die Ergebnisse nicht so gut sein bei uns, weil Datenschutz einfach für viele Menschen nicht sehr wichtig ist, wenn sie in ihrer Prioritätenliste, aber mich würde mal sehr interessieren, wie eigentlich die deutsche Bevölkerung so eine Privacy-Protection-Probleme sieht. In der Studie
Haben Sie sich ja, ob des großen Schwunds der Leute, die nicht so wirklich Lust hatten, mehr an dem Test teilzunehmen, weil es blieben ja nur knapp über 1600 von den ursprünglich 2081 als eigentliche Gesamttestpopulation zurück, da haben Sie sich eine Verlosung ausgedacht, die Sie Incentivierung für Teilnehmer nennen. Und da wurden Uhren im Projekt spezifischen Design dann verlost, damit die Leute auch weiterhin die Sensoren betätigen. Also und für eine möglichst hohe Anzahl von Betätigungen hat man dann irgendwie Preise gewonnen. Das war so die einzige Idee, die sie hatten, um die Leute bei der Stange zu halten. Ja, nur noch ein paar Ergebnisse. Wir wissen ja, seit 1. November sind ja die Pässe bereits eingeführt. Also der eigentliche Feldtest an der passbesitzenden Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik ist ja schon angelaufen, also der eigentliche aussagekräftige Test. Und oben ist ein Zitat eines Leiters des Einwohnermeldeamtes aus Hamburg. Der hat berichtet, dass zunächst 80% aller E-Pass-Anträge abgelehnt wurden aufgrund der unguten Qualität der Passfotos und derzeit sind es ungefähr 50%. Das ist eine Angabe von Anfang Dezember. Also ob die Zahlen noch weiter zurückgegangen sind bisher, weiß ich nicht. Also wir haben jetzt schon einige Berichte gehört und natürlich haben wir auch ein großes Interesse daran, dass etwaige unter uns befindliche E-Pass-Besitzer uns ihre Erfahrungen berichten, die sie in den Ämtern gemacht haben. Also diese Praxisprobleme, naja, wir wissen noch nicht so richtig, wie die Zahlen jetzt sind. Es gibt natürlich auch vom BMI keine Antwort darauf. Also es gab noch die Aussage von einem Foto, von einem Besitzer eines Photoshops und der meinte, dass wahrscheinlich ca. 10% der Gesichter halt einfach mal generell nicht geeignet sind, weil sie halt irgendwie eine schiefe Nase haben oder irgendwie die Augen zu wenig auseinanderstehen. Also halt 10%, die generell gar keinen Pass beantragen können, wenn sie nicht unterschreiben, dass sie die Bundesdruckerei, die Meldeämter nicht verklagen werden deswegen. Also generell ist es wohl offenbar in einigen Meldeämtern schon zu erheblichen Stresssituationen gekommen, weil natürlich, man zahlt ja irgendwie 10, 12 Euro für diese Passbilder und wenn man halt da hinkommt und die Meldebeamte oder der Meldebeamte sagt dann, nee, tut mir leid, also diese Bilder können wir nicht annehmen. Ist natürlich nicht so eine angenehme Sache. Da haben Sie sich schon eine Menge Ärger eingefangen. Ja, also ich habe hier noch diese letzte Folie über Problemfelder. Teilweise sind die ja schon angesprochen worden, also der Verschleiß der Sensoren und der Grauschleier auf den Sensoren. Aber ein Problem, was noch nicht angesprochen wurde, ist die Hygiene. In Mitteleuropa ist ja normalerweise, sind ja die Menschen nicht allzu penibel, also sie fassen schon mal Sensoren an, auf die schon viele andere Leute gefasst haben. Im asiatischen Bereich wäre das sicherlich so nicht denkbar. Aber natürlich müssen sie diese Hygieneprobleme und gerade in Zeiten von Vogelgrippe oder dergleichen natürlich noch in den Griff bekommen, also dass sie die regelmäßig reinigen. In der Studie ist angegeben, dass sie so alle Stunde mal über die Sensoren gewischt haben. Dazu stand dann so eine wie heißt Kleenex. Denn diese Box? Kleenex. Ja, so eine Kleenex-Box. Da ist auch auf dem Foto abgebildet, sehr schön, so eine Kleenex-Box, wo man dann auch mal selber reinigen konnte, wenn man Lust hatte. Also das Hygieneproblem muss auf jeden Fall noch gelöst werden. Also weil es geht ja auch darum, gerade in der Grippezeit oder so, dass man nicht Krankheiten überträgt. Ja, ein generelles Problem, was noch ein bisschen weniger angesprochen wurde, ist jetzt die Benutzerführung und das ergonomische Design. Hier hatten die Probanden große Probleme, sich vor den Geräten zu positionieren, insbesondere bei der Gesichtserkennung und bei der Iriserkennung. Die Macher der Studie geben in den Empfehlungen auch mit, dass die Hersteller sich mit dieser Benutzerführung und dem ergonomischen Design noch eingehend befassen müssen. Bei dem Fingerabdrucksensor gab es Beschwerden von einigen Frauen mit langen Fingernägeln, weil sie sind immer hängen geblieben. Also der Sensor ist offenbar vom ergonomischen Design auch noch nicht so ausgefeilt. Und da hatten sie auch Probleme damit, wie genau sie den Finger auflegen sollen und mit welchem Druck. Deshalb wurde es eigentlich die ganze Zeit so gehandhabt, dass es eine Benutzerführung gab. Also man konnte halt fragen. Es war kein unbewachter Betrieb, sondern man konnte halt mit jemandem sprechen, wenn man Probleme hatte, sich zu positionieren. Gerade bei dem Iriserkennungssystem und bei Sehhilfenbenutzern war natürlich das Problem, dass sie die Brille abnehmen mussten zur Iriserkennung und sie sich dann einfach nicht mehr richtig positionieren konnten. Die Benutzer, also die Probanden, haben sich teilweise auch über die Geräte beschwert und darüber, dass es keine richtige Rückmeldung gibt, also dass sie nicht wissen, wann sie fertig sind. Und wir nehmen an, dass deshalb auch diese teilweise exorbitant langen Bedienzeiten zustande gekommen sind. Also die ja einmal bei 1 Minute 90 oder so, 1 Minute 20. 2 Minuten war irgendwie so. Man fragt sich, warum man so lange dafür braucht, aber offenbar lag es an dieser Positionierung.
Eine Frage, die noch nicht angesprochen wurde und eigentlich in der Studie auch entgegen der ursprünglichen Zielsetzung nicht angesprochen wurde, ist die Haltbarkeit der RF-Chips. Sie mussten aufgrund der, also angegeben ist als Grund die Kostensituation und Verfügbarkeit, in eine separate Studie mit dem Namen ILSE ausgelagert werden. Die Probanden erhielten als Substitut so eine Smartcard. Sie haben also nicht mit einem RF-Chip getestet. Und der letzte Punkt ist die Kostensituation. Eine Betrachtung der Kosten findet natürlich auch hier wieder nicht statt. Generell weigert sich das Bundesinnenministerium auch auf Nachfrage, die Kosten genau zu listen, also dass man mal eine Gesamtkostenkalkulation hätte. Auch auf kleine Anfragen seitens der Parlamentarier gab es bisher keine Antwort. Man kann sich natürlich jetzt aus der Studie und dem Setting der Studie überlegen, wie sich das in der Grenzsituation darstellen würde und versuchen, eine Kostenkalkulation zu machen, aber also ich möchte es eigentlich nicht versuchen. Auf jeden Fall ist klar, dass es ein dreistelliger Millionenbereich ist und dass natürlich auch nochmal sehr viele Kosten für die Wartung und Instandhaltung der Systeme entstehen werden. Der letzte Problembereich. Dieses Zitat oben ist aus der ICAO-Spec, weil wir haben das Problem, dass ja die... es muss im Prinzip eine globale PKI-Infrastruktur her, weil die Lesegeräte, die ja dann außerhalb von Schengen die Chips auslesen sollen, die sollen über ein Zertifikat verifiziert, also sozusagen ausgegeben werden mit Zertifikat. Und man braucht hier eine Lösung, die auch eine Revozierung dieser Zertifikate beinhaltet. Meines Wissens nach ist so eine globale PKI noch nie gemacht worden. Die letzte Spec dafür ist auch noch nicht raus, also ist noch nicht klar, wie die aussehen soll. Die war eigentlich angekündigt für den Dezember 2005, aber ist, also zumindest soweit ich weiß, noch nicht raus. Ist also noch völlig unklar, wie für die Extended Access Control, also die erweiterte Access Control für den Chip, wenn wir dann die Fingerabdrücke drauf haben, wie die also technisch aussehen soll, ist noch völlig unklar. Und angesichts der schwierigen Probleme mit der biometrischen Technik rücken diese doch sehr wichtigen Fragen nach der Kryptographie und nach der Sicherheit der Algorithmen, die dort eingesetzt werden, natürlich auch stark in den Hintergrund, weil erstmal diese Kinderschuhprobleme gelöst werden sollen und die eigentlichen Probleme, dass man nämlich die Daten natürlich damit sicher mit sich rumtragen will, mit einer sicheren Krypto, geraten total in den Hintergrund und wurden natürlich hier in der Studie auch gar nicht untersucht. Der Datenschutz ist ja halt schon mal angesprochen worden und hier möchte ich vor allen Dingen darauf hinweisen, dass sich das BSI noch immer nicht dazu äußert, wer denn diese Zertifikate erhalten soll und nach welchen Kriterien diese Lesegeräte mit den Zertifikaten an die anderen Länder gegeben werden und dass natürlich die Gefahr besteht, dass sich große europäische biometrische Datenbanken irgendwo außerhalb von Schengen bilden, weil natürlich die Datenschutzrechtslage in den meisten Ländern der Welt gar nicht so restriktiv ist wie hier in Deutschland und man also ohne Probleme in einem anderen Land große europäische biometrische Datenbanken anlegen könnte. Eigentlich überhaupt kein Problem. Das BMI gibt sozusagen noch immer keine Antwort darauf, wer diese Zertifikate und unter welchen Bedingungen erhalten soll. Wir wissen es nicht. Ein Punkt ist noch die Systemsicherheit, zu der ich jetzt nicht mehr allzu viel sagen will, weil man ja auch so ein biometrisches System inklusive Chip und Lesegeräte als Gesamtsystem betrachten muss und das System ist natürlich nicht so sicher wie seine Einzelteile. Es gab eine Bewertung in der Studie, die aber nur mit weniger als 1% in die Gesamtbewertung der Systeme eingegangen ist. Zur Systemsicherheit sind wieder sehr schlechte Noten vergeben worden. Teilweise nicht mal mehr eine 4 haben sie geschafft, sondern eine 5 und teilweise sogar Werte 5,3 war, glaube ich, der schlechteste Wert. Also die Systemsicherheit ist also insgesamt überhaupt nicht gegeben. Wie diese Ergebnisse zustande kommen, wissen wir nicht, weil ja die Anhänge zur Studie nicht veröffentlicht werden. Also von einer Effektivierung der Grenzkontrollen insgesamt kann überhaupt nicht die Rede sein. Klar ist, dass wir alle mit einem zeitlichen Mehraufwand rechnen müssen an den Grenzen und natürlich auch mit Hassel, wenn man zu den Leuten gehört, die halt öfter zurückgewiesen werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist ja gar nicht so gering. Es wird sich also auf jeden Fall um mehrere Millionen Problemfälle handeln. Europaweit um viele Millionen Problemfälle, wenn man die prozentualen Zahlen auf die Gesamtpopulation in Europa extrapoliert. Ja, die Lebenderkennung hatte Starbucks schon erwähnt und die Fake-Resistenz zu erwähnen wäre hier vielleicht noch, dass die Fingerabdrucksysteme eine Lebenderkennung erstmal gar nicht implementiert haben. Sie haben sie also nicht deaktiviert wegen der signifikant schlechteren FRR, die damit erzielt wurde, sondern es ist einfach mal gar keine vorhanden. Der Hersteller bietet also gar keine an. Also konnten sie es auch nicht aktivieren. Ja,
Damit sind eigentlich ja, der Wust an Problemen, die sich mit diesem E-Pass, den wir ja bereits jetzt haben, um das nochmal kurz zu sagen, er ist ja bereits eingeführt, ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Die Ergebnisse liegen vor. Wir können gespannt sein, wie sich jetzt sozusagen in Zukunft entwickeln wird, also was auf den Meldeämtern noch passieren wird und was die ersten Probanden an den Grenzen berichten, wenn die Lesegeräte dann erstmal flächendeckend eingeführt sind. Ist ja zunächst erstmal nicht der Fall. 2008 wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich erst 2008. Dann wird natürlich auch nach und nach passieren. Das BMI sagt, im Zuge einer Ersatzbeschaffung. Wir werden also sehen. Wer das alles nochmal nachlesen möchte? Ah, oh. Ah ja. Ja, ich hatte diese letzte Folie noch vergessen. Also noch, natürlich, die zentrale Begründung dafür ist die Terrorabwehr. Das mit diesem E-Pass irgendein Terrorist gefangen wird, ist natürlich absolut fraglich. Weithin bekannt ist, dass wir in Deutschland hochsichere Pässe haben und es kaum Fälschungen gibt, die nicht schon ein Grenzbeamten Azubi erkennen konnte. Fälschungen gibt es überhaupt nur nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei ungefähr 400 im Jahr und die sind teils sehr schlechter Qualität. Also wir haben eigentlich überhaupt kein Problem mit der Sicherheit unserer Pässe und dieser Chip und die Merkwürde werden eher ein zusätzliches Unsicherheitsmerkmal sein. Also Terroristen werden damit sicher nicht gefangen. Wer das aber nochmal nachlesen möchte, der kann sich die Datenschleuder der Nummer 87 besorgen, gibt es unten am Infotresen für lumpige 2,50 Euro. Da haben wir die Ergebnisse nochmal in allen Details zusammengefasst, kann man nachlesen, ist auch recht unterhaltsam auf mehreren Seiten und befassen uns auch nochmal ein bisschen mit der rechtlichen Seite und vielleicht mit einigen Tipps, was man machen kann, wenn man dann schon so einen E-Pass hat. Da gibt es auch noch so einen lustigen Artikel, also wer sich die holen will, kann sich die gerne holen. Und dann noch zu ganz letzt ein Hinweis in eigener Sache. Wer gerne wissen möchte, wie die Biometrie sich in Zukunft entwickeln wird, der kann heute um 0 Uhr in diesem Saal zu der Veranstaltung Biometrics in Science Fiction kommen. Also wenn jetzt noch Fragen sind, wir haben noch 2 Minuten. Falsch, nur noch 5. Keine Fragen? Okay. Magst du ein Mikrofon nehmen? Da kommt gerade eins. Da kommt eins. Ein kurzer Kommentar vielleicht. Auf einer der ersten Folien stand, dass irgendein System verbesserungsfähig ist. Das mit dem fähig würde ich mal dahingestellt sein lassen. Es ist verbesserungswürdig. Vielleicht nicht mal das. Man kann sicherlich den Herstellern zubilligen, dass sie die Systeme noch verbessern und sie versuchen es ja auch. Also die meisten der Probleme sind halt nach einem Software-Update noch immer ungelöst, aber natürlich, die Biometrie hat dieses inhärente Problem, dass es sich um menschliche Merkmale handelt, ja, die einfach, also nicht jeder kann aufgenommen werden. Dieses Problem ist sozusagen also der Biometrie. Wenn ich halt keinen gescheiten Fingerabdruck habe, ist das System dahingehend auch nicht verbesserungsfähig. Das ist schon, also es gibt halt einfach andere Aufnahmevarianten. Also wenn du zum Beispiel mit einem Ultraschallsensor, also was du mit einem optisch nicht aufnehmen kannst, kannst du mit einem Ultraschallsensor zum Beispiel sehr wohl aufnehmen. Also es gibt halt immer Weiterentwicklung, so gerade die 3D-Gesichtserkennung wird da auf jeden Fall auch noch einen Schritt vorwärts bringen. Ja, ich wollte gerne nochmal sagen, dass man diese Datenbank-Datensätze, die da verloren gehen, gar nicht so wegwischen sollte. Also wenn die zugeben in der Studie, dass ihnen schon unter Laborbedingungen Datensätze aus der Datenbank verloren gehen, das finde ich eigentlich ein gutes Argument. Also da muss man den Rest gar nicht betrachten. Ja, stimmt. Ja, so ist es. Okay. Ja, vielen Dank.